Das unbekannte Virus. Wissenschaftler erforschen multiplen Organbefall und Folgeschäden. Richtungweisendes Urteil im VW-Abgasskandal. Dieselkäufer können Fahrzeug zurückgeben und Kaufpreis teilweise zurückfordern. Während die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland und vielen anderen Ländern immer mehr gelockert werden, warnen Wissenschaftler vor den teilweise auch noch unbekannten Folgen, die eine Erkrankung mit sich bringen kann. So befalle SARS-CoV-2 nicht nur die Atemwege, sondern auch viele andere Organe, vor allem die Niere, so Forscher des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Dadurch könne erklärt werden, dass es viele verschiedene Symptome gebe. Viele Patienten hätten zum Beispiel Blutgerinnungsstörungen, so der Mainzer Virologe Plachter. Es gibt offensichtlich kleine Infarkte, kleine Gefäßverschlüsse in verschiedenen Organen, zum Beispiel in der Niere auch, aber möglicherweise auch im Zentralnervensystem, im Gehirn, die eben zu entsprechenden Organschädigungen führen können. Der Virologe warnt zudem davor, davon auszugehen, dass man nach einer Erkrankung sicher immun und dauerhaft geheilt sei. Es gibt immer mehr Berichte dahingehend, dass auch Patienten, die sich erholt haben, ausgeheilt sind, trotzdem eben noch eingeschränkt sind, vor allem die Lungenfunktion, also die Atmung ist behindert, was man im Augenblick noch nicht sagen kann, ob das jetzt wirklich Dauerschäden sind, die über Monate und Jahre bestehen bleiben. Dazu ist die Pandemie noch zu kurz. Eine Hamburger Studie will zudem untersuchen, inwiefern Kinder erkranken und welche Rolle sie für die Verbreitung des Virus spielen. Für die Theorie, dass Kinder weniger anfällig für den Virus seien und weniger schwere Verläufe hätten, gäbe es keine Gewissheit, so die Direktorin der Kinderklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Da Kinder bisher sehr wenig getestet wurden, geht sie von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Menschen in Barcelona genießen seit dem Wochenbeginn den Übergang von Phase 0 zur Phase 1 des Exit-Plans, obwohl sie in der Stadt eingeschlossen sind. Phase 1 ist in Kraft, aber die Einwohner dürfen die Stadt nicht verlassen oder in die nächste Stadt gehen. Viele Menschen fordern, dass der Exit-Plan nach Provinzen und nicht wie im übrigen Spanien nach Sanitärzonen durchgeführt wird. Die von der Regionalregierung vorgenommene territoriale Aufteilung Kataloniens in Gesundheitsregionen hindert die Bürger Barcelonas und seines Großraums daran, sich innerhalb ihrer Provinz frei zu bewegen. Es gibt drei verschiedene Gesundheitsgebiete, die nur aus Gründen der Arbeit, der Gesundheit oder höherer Gewalt betreten oder verlassen werden können. Viele Menschen in Barcelona finden die Maßnahme absurd. Es gibt sogar Straßen, die zu zwei verschiedenen Gebieten gehören. Es ist schrecklich in Barcelona. Es ist die einzige Stadt in Spanien in dieser Situation. Die Gemeinden kleben zusammen, sodass Barcelona und der Großraum eine einzige Gesundheitsregion sein sollten. Sie können sich infizieren, wenn sie hinausgehen oder wenn sie nicht aus ihrem Bezirk hinausgehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel des Guten, ehrlich gesagt. Wir können in Restaurants gehen, in die Bar, aber wir können nicht zum Sport gehen. Es scheint mir eigentlich ein bisschen planlos zu sein. Ich verstehe das alles nicht, weil ich den Unterschied nicht sehe. Ich glaube, es ist gefährlicher, in eine Bar zu gehen, als vielleicht außerhalb Barcelonas zu sein. Ein Einwohner von Badalona oder L'Hospitalet darf sich zum Beispiel nicht mit seiner Familie oder Freunden in Barcelona treffen, obwohl sie kaum 10 Kilometer voneinander entfernt sind. Aufgrund der Beschwerden von 30 Bürgermeistern erwägt die katalanische Regierung, den Ballungsraum und Barcelona zu einem gemeinsamen Mobilitätsraum zu vereinigen. Ein Schreckgespenst der Konsumbranche geistert durch Europa. Es geht nicht zum Essen, nicht ins Kino und sitzt in Trainingsklamotten vor dem Heimarbeitscomputer. Die Bankeinlagen in ganz Europa steigen, da die Menschen wegen der wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen der Coronavirus-Pandemie mehr sparen. Französische Sparer legten im März fast 20 Milliarden Euro zur Seite, deutlich mehr als die langfristige durchschnittliche monatliche Veränderung der Bankeinlagen. Auch italienische Sparer horteten im März 16,8 Milliarden Euro, fast das Fünffache des langfristigen Monatsdurchschnitts. Gleiches Bild bei den spanischen Haushalten. Gut 10 Milliarden Euro gespart, vorher im Schnitt 2,3 Milliarden Euro. Kommentar der EU-Kommission in ihrer Frühjahrsprognose. Der private Verbrauch, seit mehreren Jahren das Rückgrat des Wirtschaftswachstums in Europa, dürfte in diesem Jahr sowohl in der EU als auch im Euroraum um etwa 9% schrumpfen. Wer sein Geld nicht ausgeben könne, der spare eben zwangsläufig. Aber die Unsicherheit über die Beschäftigungs- und Einkommensaussichten wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Ersparnisse vorsorglich noch weit nach dem Ende der Kontaktsperren höher bleiben.
bleiben als vor der Krise. Die einzige Ausnahme auf der EU-Karte ist Deutschland. Die Haushalte hoben Bargeld ab, aber offenbar als Ruhepolster, wie schon während der Finanzkrise. Laut Bundesbank stieg der Bargeldumlauf in 3 Monaten um knapp 40 Milliarden Euro. Die deutsche Regierung und die Lufthansa haben sich auf Staatshilfen über rund 9 Milliarden Euro für die angeschlagene Airline geeinigt. Das könnte auch eine gute Nachricht für die belgische Lufthansa-Tochter Brussels Airlines sein, wo bereits ein Stellenabbau angekündigt wurde. Die harten Reisebeschränkungen haben der Luftfahrt und anderen Branchen schwer zugesetzt, weswegen die EU-Kommission ihre strengen Wettbewerbsregeln ausgesetzt hatte. Vor der Krise waren Beihilfen in der EU praktisch illegal. Doch angesichts des wirtschaftlichen Risikos musste Brüssel die Regeln umschreiben, zumindest vorübergehend, so Margarete Vestager, die Kommissionsvizepräsidentin. Es werde aber sichergestellt, dass staatliche Beihilfen zeitlich bis zum Jahresende befristet seien und nur aktuelle Finanzierungsprobleme der Unternehmen lösten, etwa um Entlassungen zu vermeiden. Bislang billigte die Kommission während der Pandemie fast 2 Billionen Euro an staatlichen Rettungspaketen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Dies führte zur Sorge, dass die reichsten Länder einen unfairen Vorteil hätten. Deutsche Politiker wollen sogar eine völlige Neuorientierung der Wettbewerbsregeln. Das europäische Wettbewerbsrecht, auch das Beihilferecht, muss aus meiner Sicht viel stärker europäische Champions möglich machen und nicht so sehr ausschließlich den Blick auf den Binnenmarkt richten, sondern auf die Wettbewerber in den USA und in China. Das wird die Auseinandersetzung der nächsten Jahre sein. Klimaaktivisten kritisieren, das Geld der Rettungspakete werde wieder einmal für umweltverschmutzende Branchen ausgegeben, trotz der Versprechungen von vor der Krise einer grüneren Wirtschaft. Im VW-Abgasskandal hat der Bundesgerichtshof Dieselfahrern den Rücken gestärkt. Im ersten höchstrichterlichen Urteil stellte der BGH fest, dass klagende Käufer ihr Fahrzeug zurückgeben und das Geld dafür einfordern können. Gefahrene Kilometer müssen aber auf den Kaufpreis angerechnet werden. Der BGH bestätigte damit ein Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz, das einem VW-Scharan-Käufer nicht den vollen Kaufpreis erstatten wollte. Der Kläger kann danach vor der Beklagten Erstattung des für sein Fahrzeug gezahlten Kaufpreises verlangen. Er muss sich aber den im Gebrauch des Fahrzeuges liegenden Nutzungsvorteil anrechnen lassen und VW das Fahrzeug zur Verfügung stellen. Die Revision des Klägers, mit der er die vollständige Erstattung des Kaufpreises ohne Anrechnung einer Nutzungsentschädigung erreichen wollte, hatte insoweit keinen Erfolg. Nach VW-Angaben sind deutschlandweit noch rund 60.000 Verfahren anhängig. Der Konzern hatte bei der Ablehnung von finanziellen Ansprüchen stets argumentiert, die Autos seien jederzeit voll nutzbar gewesen. Den Kunden sei also kein Schaden entstanden. Auf ihrem Weg zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs hinkt die englische Premier League der deutschen Bundesliga weiter hinterher. Doch es gibt Fortschritte. Die britische Regierung hat jetzt offiziell die Phase 2 eingeleitet. Bedeutet, Sicherheitsabstände auf dem Rasen gehören der Vergangenheit an. Ab sofort ist wettkampforientiertes Mannschaftstraining mit Körperkontakt wieder möglich. Die laufende Saison ist seit März unterbrochen. Die Wiederaufnahme des Wettbewerbs, in dem Jürgen Klopps FC Liverpool nur noch 2 Siege bis zum Titel fehlen, wird sich laut britischen Medien um eine weitere Woche bis Mitte Juni verschieben. Wenn keine Infektionswelle dazwischen kommt. Die zweite Covid-19-Testreihe bei den 20 Teams der Liga hatte am Wochenende 2 positive Coronavirus-Fälle ergeben. Zuvor waren bereits 6 Profis positiv getestet worden, die sich weiterhin in Selbstisolation befinden. In einem Zoo in der mexikanischen Stadt Córdoba sind 2 Pumas auf die Welt gekommen. Das Weibchen heißt Pandemie und das Männchen Quarantäne. In dem Zoo lebt bereits ein kleiner Königstiger mit dem Namen Covid. Die Eltern der beiden kleinen Pumas wurden im Jahr 2015 von dem Zoo aufgenommen. Sie hatten in einem Zirkus gearbeitet. Die Tierärztin des Zoos sagt, man habe die Namen ausgewählt, um die Menschen an ihre Verantwortung in dieser Zeit der Corona-Krise zu erinnern. Noch bekommen die Puma-Babys Milch zugefüttert. Zoobesitzer Gonzalo Rodriguez sagt, die beiden Pumas trügen dazu bei, dass die Zahl der vom Aussterben bedrohten Tierart Puma concolor weiter ansteige. Felis concolor en peligro de extinción.
Der Zoo ist stolz darauf, so zur Erhaltung der Art beizutragen. Sie auf dem Laufenden über die Coronavirus-Pandemie auf euronews.com und auf unseren mobilen Anwendungen. Hintergründe und Analysen aus der EU gleich in The Brief from Brussels, hier bei Euronews. Diesen Montag auf Euronews. Themen, zu denen wir Brücken bauen können. 24 Vorzeigeprojekte zur Förderung von Regionen in ganz Europa. Unsere Region ist aus der Isolation herausgekommen. Erfahren Sie, wie Sie das Leben verbessern. Dieses Gefühl der Freiheit, so zu sein wie alle anderen. Lernen Sie die Menschen kennen, denen geholfen wurde. Die Früherziehung fröhlicher und spielerischer gestalten. In Smart Regions auf Euronews und euronews.com. Viele Autos mit Benzin- und Dieselmotoren. Das war vor der Pandemie. Die Coronavirus-Krise hat die täglichen Schadstoffemissionen in Europa um mehr als ein Viertel reduziert. Die EU will diese Woche einen 1 Billion Euro schweren wirtschaftlichen Wiederaufbauplan vorstellen, der Europa mit grünen Maßnahmen aus der Krise ziehen soll. Klimagruppen befürchten, er gehe nicht weit genug. Es sei nicht sicher, ob die Kommission ehrgeizig genug sei, so Markus Trilling vom Klimaaktionsnetzwerk Europa. Schließlich habe sie alle grünen Bedingungen an die Ausgaben aus dem Kohäsionsfonds gestrichen. Es gebe nun das Risiko, dass es gerade in der ersten Phase der Erholung keine Umweltbedingungen gebe. Die Umweltschützer sehen bereits Subventionen für fossile Energieträger am Horizont, denn viele Länder kämpfen für den Erhalt ihrer Wirtschaft. Der Plan der EU-Kommission ist in Teilen schon bekannt, wird aber erst diese Woche vorgestellt. Im Fokus ist die Mobilität. Angedacht ist ein System von Anreizen für den Kauf von klimafreundlichen Autos. Zudem soll das Netz der Aufladestationen für Elektroautos in den nächsten 5 Jahren auf 2 Millionen anwachsen. Autoverbände warnen indes, die Mobilität müsse auch für die Ärmsten erhalten bleiben. Nehmen wir den problematischsten Teil der Flotte. Dabei müsse das Ziel grünerer Fahrzeuge klar definiert werden. Gehe es um CO2, um Schadstoffpartikel, um Stickstoffdioxid, wolle man die ganze Palette. Man brauche einen ganzheitlichen Ansatz. Erwartet wird auch, dass Brüssel Vorschläge für grüne internationale Bahnrouten macht, die Kurzflüge ersetzen sollen. Ein anderes Ziel sind grüne Renovierungen im Wohnungsbausektor. Doch mit Beihilfen für Fluggesellschaften und Autobauer könnte die Klimaphilosophie verloren gehen, befürchten Umweltaktivisten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den grünen Umweltpakt einst zu ihrer Priorität gemacht. Gegen den Klimawandel gibt es keinen Impfstoff. Und deswegen muss Europa jetzt in eine saubere Zukunft investieren. Unsere Investitionen in den Wiederaufbau haben ihren Preis. Und dieser Preis ist eine steigende Schuldenlast. Wenn wir aber die Schulden erhöhen müssen, für die unsere Kinder in Zukunft aufkommen müssen, dann ist es das Mindeste,
dass wir mit dem Geld in ihre Zukunft investieren. Doch von der Leyen bestimmt nicht alleine. Noch ist offen, wie weit der grüne Ehrgeiz der Mitgliedstaaten geht. Dieses Programm gibt es als Video on Demand auf euronews.com und auf unseren mobilen Apps. Vieni Ale. Hey, hey. Sì, la sto facendo, vieni. Non dargli la schiena. Non dargli la schiena, lui fa i cavoli suoi. Mamma! Guarda che il vento. Stai calmo. No! Fermi! Fermi! Nach wochenlangen Verhandlungen, Lufthansa und deutsche Regierung einigen sich auf milliardenschweres Rettungspaket. Corona-Lockerungen in Frankreich, Italien und Spanien. Das unbekannte Virus. Wissenschaftler erforschen multiplen Organbefall und Folgeschäden. Erster iranischer Tanker mit Benzin erreicht Venezuela. Präsident Maduro lobt die Kooperation zweier rebellierender Völker. Die Lufthansa und die deutsche Regierung haben sich auf das milliardenschwere Rettungspaket für die Fluglinie geeinigt, wie beide Seiten nach wochenlangen Verhandlungen mitteilten. Vorgesehen sind Staatshilfen in Form eines Kredits von Einlagen und einer direkten Beteiligung in Höhe von insgesamt 9 Milliarden Euro. Vorschlag jetzt bedeutet, ein Unternehmen, das vorher sehr erfolgreich war und das für Deutschland sehr wichtig ist, kommt unverschuldet in die Krise. Nicht aus eigenen Fehlern. Jetzt gibt es eine substanzielle Hilfe. Mit dieser substanziellen Hilfe kann die Lufthansa wieder auf die Beine kommen, ohne dass sie dabei verstaatlicht wird. Denn das darf nicht das Ziel sein. Der Lufthansa drohte durch die Verluste wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise die Pleite. Die Regierung knüpfte die Rettung an Auflagen bei Klimaschutz und Vorstandsgehältern. Zudem darf kein Staatsgeld in Steueroasen fließen. Vorstand und Aufsichtsrat der Lufthansa müssen dem Deal noch zustimmen, ebenso die EU-Kommission. Wie sehen die Lockerungen der Coronavirus-Vorschriften in anderen Ländern aus? Wir schauen nach Frankreich, Italien und Spanien. Hier sind wir in einem Park im französischen Lyon. Man muss sich daran gewöhnen, Distanz zu halten. Wir freuen uns aber, unsere Freunde wiederzusehen. In Frankreich sind Restaurants und Bars noch geschlossen. Die Franzosen müssen also andere Möglichkeiten finden, sich zu treffen. Manche treffen sich zu Hause, andere in den Parks. Oder sie treffen sich hier am Ufer der Saône. So gut wie niemand trägt eine Maske. Sie sind erleichtert nach 2 Monaten Lockdown. Mehr als 10 Personen dürfen sich nach wie vor nicht treffen. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits. Und unsere Korrespondentin in Rom sagt, es gefällt vielen, dass nicht so viele Touristen wie sonst zu dieser Jahreszeit in Rom sind, aber andere zahlen dafür einen hohen Preis. Ich fühle mich freier, aber dann komme ich in die Innenstadt und es sieht so desolat aus. Dann ist es mit der Freiheit nicht so weit her.
In Kriegszeiten haben die Menschen da ein Problem darin gesehen, dass sie nicht an den Strand konnten. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die auf nichts mehr verzichten will, auch nicht, wenn eine große Gefahr besteht. Und in Spanien, sagt diese Frau, wir Älteren tragen alle eine Maske. Mir scheint, dass die Jugend das alles nicht so ganz versteht, diese Pandemie, und dass sie nach wie vor eine Bedrohung ist. Es kommen weniger Einheimische jetzt an diesen Strand. Wir müssen Abstand halten, aber die Strände sind öffentlich, also müssen wir sie mit allen teilen. Einige hier hoffen, dass es am Strand weniger Jogger geben wird, wenn die Sportcenter wieder öffnen. Im Moment darf man in Spanien nur im Freien Sport treiben. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. Während die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland und vielen anderen Ländern immer mehr gelockert werden, warnen Wissenschaftler vor den teilweise auch noch unbekannten Folgen, die eine Erkrankung mit sich bringen kann. So befalle SARS-CoV-2 nicht nur die Atemwege, sondern auch viele andere Organe, vor allem die Niere, so Forscher des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Dadurch könne erklärt werden, dass es viele verschiedene Symptome gebe. Viele Patienten hätten zum Beispiel Blutgerinnungsstörungen, so der Mainzer Virologe Plachter. Es gibt offensichtlich kleine Infarkte, kleine Gefäßverschlüsse in verschiedenen Organen, zum Beispiel in der Niere auch, aber möglicherweise auch im Zentralnervensystem, im Gehirn, die eben zu entsprechenden Organschädigungen führen können. Der Virologe warnt zudem davor, davon auszugehen, dass man nach einer Erkrankung sicher immun und dauerhaft geheilt sei. Es gibt immer mehr Berichte dahingehend, dass auch Patienten, die sich erholt haben, ausgeheilt sind, trotzdem eben noch eingeschränkt sind, vor allem die Lungenfunktion, also die Atmung ist behindert. Was man im Augenblick noch nicht sagen kann, ob das jetzt wirklich Dauerschäden sind, die über Monate und Jahre bestehen bleiben. Dazu ist die Pandemie noch zu kurz. Eine Hamburger Studie will zudem untersuchen, inwiefern Kinder erkranken und welche Rolle sie für die Verbreitung des Virus spielen. Für die Theorie, dass Kinder weniger anfällig für den Virus seien und weniger schwere Verläufe hätten, gäbe es keine Gewissheit, so die Direktorin der Kinderklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Da Kinder bisher sehr wenig getestet wurden, geht sie von einer hohen Dunkelziffer aus. Ein Schreckgespenst der Konsumbranche geistert durch Europa. Es geht nicht zum Essen, nicht ins Kino und sitzt in Trainingsklamotten vor dem Heimarbeitscomputer. Die Bankeinlagen in ganz Europa steigen, da die Menschen wegen der wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen der Coronavirus-Pandemie mehr sparen. Französische Sparer legten im März fast 20 Milliarden Euro zur Seite, deutlich mehr als die langfristige durchschnittliche monatliche Veränderung der Bankeinlagen. Auch italienische Sparer horteten im März 16,8 Milliarden Euro, fast das Fünffache des langfristigen Monatsdurchschnitts. Gleiches Bild bei den spanischen Haushalten. Gut 10 Milliarden Euro gespart, vorher im Schnitt 2,3 Milliarden Euro. Kommentar der EU-Kommission in ihrer Frühjahrsprognose. Der private Verbrauch, seit mehreren Jahren das Rückgrat des Wirtschaftswachstums in Europa, dürfte in diesem Jahr sowohl in der EU als auch im Euroraum um etwa 9% schrumpfen. Wer sein Geld nicht ausgeben könne, der spare eben zwangsläufig. Aber die Unsicherheit über die Beschäftigungs- und Einkommensaussichten wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Ersparnisse vorsorglich noch weit nach dem Ende der Kontaktsperren höher bleiben als vor der Krise. Die einzige Ausnahme auf der EU-Karte ist Deutschland. Die Haushalte hoben Bargeld ab, aber offenbar als Ruhepolster, wie schon während der Finanzkrise. Laut Bundesbank stieg der Bargeldumlauf in 3 Monaten um knapp 40 Milliarden Euro. Dieser Tanker birgt nicht nur Benzin, sondern auch diplomatischen Zündstoff. Die Fortune hat als erstes von 5 iranischen Schiffen nach der Überquerung des Atlantiks die Hoheitsgewässer Venezuelas erreicht. Über den Seeweg sollen insgesamt 1,5 Millionen Barrel Benzin in das Krisenland fließen, wo die Versorgungslage unverändert dramatisch schlecht ist. Mit dem Import-Export-Geschäft bieten Venezuela und Iran dem gemeinsamen Erzfeind USA offen die Stirn. Das Schiff Fortune ist angekommen, das erste von 5 Schiffen, die Benzin und Ausrüstung bringen, um in Venezuela Benzin herstellen zu können. Dies ist ein Teil eines umfassenden globalen Kooperationsabkommens, das wir mit der Islamischen Republik Iran haben. Wir sind 2 friedliche Völker, die sich um ihre eigene Entwicklung kümmern. 2 rebellierende Völker, 2 revolutionäre Völker, die niemals vor dem US-Imperialismus in die Knie gehen werden. Jamás.
Für die Regierung in Caracas ist die iranische Benzinlieferung eine, wenn auch sehr kurze, Rettungsleine, um mit der ernsten Treibstoffknappheit fertig zu werden, unter der das Land aufgrund des Verfalls seiner einst mächtigen Ölindustrie und des harten US-Embargos leidet. Die Venezolaner müssen schier endlose Warteschlangen bewältigen, um ihre Fahrzeuge aufzutanken. Wir stehen seit Mitternacht Schlange, um Benzin tanken zu können, und warten auf den nächsten Tag, an dem wir gemäß unseres Nummernschildes an der Reihe sind. Für mich ist das iranische Benzin unnötig. Ich will es nicht. Ich will die einheimische Produktion, meine eigene. Wenn dieses Benzin ankommt, stellt sich die Frage, welchen Preis sie dafür verlangen werden. Denn wenn sie den internationalen Preis aufrufen, wird niemand in der Lage sein, ihn zu zahlen. Ohne Benzin droht der Sinkflug der venezolanischen Wirtschaft weiterzugehen. Die große Frage ist, wie die Reaktion der Vereinigten Staaten ausfallen wird und ob sie die Fortsetzung dieser Lieferungen zulassen werden. Auf ihrem Weg zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs hinkt die englische Premier League der deutschen Bundesliga weiter hinterher. Doch es gibt Fortschritte. Die britische Regierung hat jetzt offiziell die Phase 2 eingeleitet. Bedeutet, Sicherheitsabstände auf dem Rasen gehören der Vergangenheit an. Ab sofort ist wettkampforientiertes Mannschaftstraining mit Körperkontakt wieder möglich. Die laufende Saison ist seit März unterbrochen. Die Wiederaufnahme des Wettbewerbs, in dem Jürgen Klopps FC Liverpool nur noch 2 Siege bis zum Titel fehlen, wird sich laut britischen Medien um eine weitere Woche bis Mitte Juni verschieben. Wenn keine Infektionswelle dazwischen kommt. Die zweite Covid-19-Testreihe bei den 20 Teams der Liga hatte am Wochenende 2 positive Coronavirus-Fälle ergeben. Zuvor waren bereits 6 Profis positiv getestet worden, die sich weiterhin in Selbstisolation befinden. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die